Radio Raufass. Der passende Schlüssel. Ein junger, dynamischer Lehrer bekam erstmals den Posten als Schuldirektor. In einer Kleinstadt trat er sein neues Amt an. Anfangs wurde er von den Eltern kritisch beäugt, denn unter einem Direktor stellten sie sich einen älteren, erfahreneren Mann vor. Natürlich wollte ja jeder nur das Beste für seine Kinder. Die anfängliche Skepsis schwand jedoch schnell, denn die Not der Schüler in allen Jahrgangsstufen verbesserte sich beinahe über Nacht. Der Unterricht wurde individueller und lebendiger gestaltet. Die Schüler begannen freiwillig zu lernen, das Schulhaus wirkte freundlicher, die Kinder lachten mehr und stritten weniger. Daher war der neue Schuldirektor nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei den Lehrern und Eltern sehr beliebt und geachtet. Da sich jedoch seine eigenwilligen Lernmethoden in vielerlei Hinsicht sehr positiv auswirkten, nahm daran niemand Anstoß. Ganz anders sah dies der alte Schulrat, als er von den außergewöhnlichen Unterrichtsmethoden hörte. Er meldete umgehend seinen Besuch an, um mit dem jungen Direktor ein ernstes Wort zu sprechen. Er erklärte dem jungen Mann, dass es einen Lehrplan gebe, an den er sich zu halten habe, da dieser für alle Schüler passe. Seine außergewöhnlichen Methoden solle er künftig unterlassen. Der Direktor wies auf den Schlüsselbund des Schulrats, der auf dem Tisch lag. Er zeigte auf einen Schlüssel und fragte, wofür dieser passte. Der Schulrat sagte, dass dies ein Generalschlüssel sei, der an jede Tür passte. Daraufhin zeigte der Direktor auf einen anderen Schlüssel. Der Schulrat benannte diesen als seinen Autoschlüssel. Der Direktor fragte ihn, ob sein Autoschlüssel auch zu dem Wagen seiner Frau passe. "Nein, natürlich nicht", antwortete der Schulrat. Was Sie als eigenwillige Lernmethode bezeichnen, Herr Schulrat, ist ein Weg, um die passenden Schlüssel zum Verstand und zu den Herzen der Kinder zu finden. Sophia Öferle für Radio Rauchfass. Radio Raufass.